Servus liebe Shisha-Freunde und willkommen zum nächsten Video. Ja, heute mal wieder von der Couch, einfach weil ich Bock drauf hatte und weil ich das hier besser zeigen kann. Heute geht es nämlich um Hookups und was das Ganze ist und wie das funktioniert. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Bis gleich. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich hoffe, das geht ja mit dem Tisch. Ich glaube, das Fenster spiegelt ein bisschen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich versuche das Ganze auch kurz zu halten, weil bei Produktvorstellungen ist das ja immer nicht so einfach. Ich will natürlich alles sagen, was darüber zu wissen gibt. Und ja, ich versuche es kurz zu halten. Ich hoffe, das gelingt mir auch. Wir werden sehen. Erstmal allgemein zu Hookups. Also, die waren auf der Messe vertreten. Die haben mir hier ein bisschen was zum Vorstellen mitgegeben. Vielen Dank nochmal dafür. Das ist ja, mehr als ich erwartet habe. Ich dachte, ich will nur so einen Kopf und eine Kapsel vielleicht dazu, damit ich das mal vorstellen kann. Und er drückt mir hier einfach alles in die Hand, also sehr nett. Ja, was sind Hookups? Also, ich kann es eigentlich so mit Espresso-Kapseln quasi vergleichen. Es sind einfach Kapseln, wo entweder Tabak drin ist. In den neuen, die sie jetzt produzieren, ist Tabak drin. Ich habe jetzt hier noch die tabakfreien. Das sind so Gemüsefasern. Wir werden nachher auch mal kurz eins auseinanderbauen und erzählen wir mal, was da drin ist. Ja, und diese Kapseln sind dann für diesen Kopf hier, den hat er mir auch mitgegeben. Das ist so ein spezieller Hookups-Kopf, steht auch drauf. Und da kann man einfach die Kapseln dann quasi aufmachen, reintun, klack, und dann ist das fertig. Einfach Kohle drauf und losrauchen. Das ist das Konzept davon. Es gibt auch verschiedene Kits auf der Webseite, die werde ich auch mal unten verlinken. Zu den Preisen komme ich dann später noch. Die Kits beinhalten halt so quasi einen Kopf und Kapseln oder dieses Display-Kit oder eine Pfeife und Kapseln und den Kopf. Also verschiedenste Dinge. Da komme ich aber danach noch dazu. Ja, im Grunde finde ich das schon mal eine super Idee. Also man hat halt nicht mehr diesen Kopfbau dabei, sondern man muss eigentlich nur noch Kohlen machen und kann losrauchen. Das haben sie ja auch drauf geschrieben. 30 Sekunden zum Aufbau. Das ist halt das Konzept dahinter. Ich habe mir auch sagen lassen, das ist halt gedacht ursprünglich für Geschäftsleute auf Reisen vielleicht, die dann schnell mal eine Pfeife rauchen wollen, wobei die wahrscheinlich eher in Bars gehen oder sowas. Aber das ist die ursprüngliche Idee davon, dass man halt schnell was zum Aufbauen und Rauchen hat und nicht lang rumtun muss mit Tabak und ja und so weiter. Ja, ich werde jetzt mal versuchen, die kurz auseinanderzubauen, weil das habe ich eh auf der Messe schon geraucht, also ich weiß, wie es schmeckt. Und dann können wir da mal reingucken, weil diese Gemüsefasern, die interessieren mich halt auch. Tabak weiß ja wieder jeder, wie der ausschaut, aber Gemüsefasern würden mich auch mal interessieren. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das schaffe, auseinanderzubauen. Bis gleich. So, ich habe es mal geschafft, also für die Leute, die es interessiert. So schaut die Kapsel von innen aus. Sieht eigentlich, ja, dachte ich mir, ganz normal aus, wie normaler Tabak halt auch. Aber es sind anscheinend Gemüsefasern, wenn ich das richtig im Kopf habe, die halt auch mit Molasse getränkt sind. Also das heißt auch, dass es kein Nikotin drin, kein Tabak, kein Nikotin, sondern einfach so Gemüsefasern. Ja, so sieht das Ganze aus. Ja, jetzt habt ihr es mal von innen gesehen und jetzt einfach mal dazu, wie das Ganze funktioniert. Ich nehme jetzt mal Brazilian Kiss. Keine Ahnung, was es sein soll, das steht leider auf der Website auch nicht. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Und dann eigentlich ganz simpel und einfach, die obere Lasche abziehen und da geht es schon ab. Die von Hookups meinten noch zu mir diese Tobacco-Free Kapseln. Das sind die älteren, also die produzieren halt jetzt neue mit Tabak und die halt anscheinend auch nochmal neu. Da muss man ein bisschen aufpassen mit der, genau, mit der Lasche. Ist schon kaputt. Aber jetzt habe ich es mal geschafft. Also man muss, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Nicht runterrupfen, das kann man bei den neuen dann machen. Aber hier halt vorsichtig abziehen. Bleibt auch ein bisschen Kleber zurück, ich weiß nicht, ob man das sieht. Und dann machen wir das zweite Teil auch noch ab. Ja, die Lasche ist schon mal ziemlich blöd, aber wie gesagt, sie meinten, sie produzieren das schon neu. So, das zweite Teil habe ich auch geschafft gleich. Also bei den 30 Sekunden bin ich schon. Aber ich hoffe, das wird alles besser, wenn die das neu produzieren. So, dann habt ihr oben halt einfach, wie so eine Lochung, schaut das aus. Da müsst ihr unten natürlich noch abziehen. Ich hoffe, da bleibt die Lasche jetzt mal dran. Nein, bleibt sie nicht. Geht auch kaputt. So, ich habe es geschafft. Zweiter Teil ist auch unten. Also unten schaut es halt nochmal genauso aus. Ist halt eine simple Kapsel mit bisschen Tabak oder halt diesen Gemüsefasern drin und oben und unten Lochung. Und die kommt jetzt einfach hier in diesen Kopf rein. Zum Kopf wollte ich auch noch was sagen. Der besteht aus drei Teilen insgesamt. Also das kann man abschrauben.
vielleicht zum Putzen ganz gut. Und unten habt ihr auch gleich so eine Dichtung noch drin. Also die passt auf jede handelsübliche Pfeife einfach drauf. Oder auf die meisten wahrscheinlich. So, kommt diese Kapsel einfach hier rein. Ganz simpel. Bisschen reindrücken, dann ist sie auch fest. Jetzt habe ich es in der Hand. Super. Und dann tun wir da die Kohlen drauf und dann, ja, ich mache mal die Kohlen an, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Pfeife ist da und Kohle ist auch da. Ich habe jetzt mal nur eine angemacht, weil das reicht eigentlich für das kleine Ding hier. Die sind auch eigentlich gedacht für Selbstzünderkohlen, da sage ich jetzt mal nichts dazu. Und ja, da wir jetzt schon eine Dichtung haben, habe ich meine mal runtergetan. Schauen wir mal, ob das passt. Ja, wunderbar. Nehmen wir mal die Kohle drauf. Ja. Dann habt ihr hier noch so einen Windschutz dabei. Das ist übrigens alles aus Aluminium, also der Windschutz und der Kopf. Dann tun wir den hier mal noch drauf. Wobei Windschutz, also da ist ein ziemlich großes Loch, also ihr habt halt rundherum Windschutz, aber oben ist ziemlich weit offen. Ja, und dann werde ich mal ein bisschen anrauchen und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt doch mal die zweite Kohle draufgelegt, weil mit einer und dem Windschutz passiert einfach nicht sehr viel, also kommt nicht sehr viel Rauch. Jetzt geht es einigermaßen. Also ihr seht, es raucht einigermaßen, es qualmt jetzt nicht Bombe wie bei einem normalen Tabak, aber es geht einigermaßen. Vom Geschmack her habt ihr halt, ja, wer jetzt schon länger Shisha raucht, merkt da einfach, es fehlt das Nikotin. Also es schmeckt halt ein bisschen langweilig, so sage ich jetzt mal so. Man kann es halt mit Dampfsteinen vergleichen oder mit Dampfpaste, da habt ihr auch kein Nikotin drin. Es schmeckt halt nach dem Geschmack, klar, aber euch fehlt halt diese, ja, Tabaknote oder wie man es sagen kann, dieser Nikotin. Beigeschmack oder nicht Beigeschmack, wie sagt man das? Das Nikotin fehlt einfach, also man merkt es. Ich weiß es nicht, ob man es auch merken würde, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass keins drin ist. Kann ich jetzt so nicht sagen, ich weiß es halt jetzt, aber ja, wie gesagt, die haben ja noch Tabakkapseln, das Ganze nochmal mit Nikotin und die sind jetzt halt mal ohne. Jetzt tue ich da nochmal den Windschutz drauf. Da noch eine Sache, also den Windschutz bitte nicht mit der Hand anfassen, der ist ziemlich heiß. Mit der Zange ist es auch ein bisschen doof, weil das nicht sehr fest ist, zumindest mit meiner Zange jetzt. Es geht. Auf jeden Fall nicht mit der Hand anfassen, weil das Ding auch ziemlich heiß wird. Also da hätten sie vielleicht noch so einen kleinen Griff dran machen können. Das wäre noch ein kleines Extra gewesen, wenn man nur das Ding auch anfassen kann, aber mit der Zange geht es ja auch. Also bei diesen Gemüsefasern habt ihr nicht sehr intensiven Geschmack. Also meiner Meinung nach jetzt, ihr habt so einen leichten, bei dem Brazilian Kiss jetzt so einen leicht tropischen Geschmack, aber halt sehr verhalten, also man kann das nicht genau definieren. Ja, mit Windschutz qualmt es noch ein bisschen mehr, also kann man jetzt nicht meckern. Es qualmt natürlich noch ein bisschen mehr, wenn ihr richtigen Tabak nehmt, aber es ist vollkommen in Ordnung. Mein Fazit dazu wäre jetzt halt, ich finde es eine nette Idee. Es ist eine, ja, geile Idee, da mal drauf zu kommen, so Kapseln zu machen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie die Tabakkapseln sind. Vielleicht sind die noch ein Stückchen besser. Bei den Gemüsefasern muss ich halt sagen, es raucht ein bisschen wenig und es schmeckt ein bisschen wenig. Also ich würde immer noch den Tabak vorziehen. Für das, ja, ich finde es eine gute Idee. Vielleicht für den See mal, dann habt ihr nicht eine Riesensauerei. Das könnt ihr einfach in den Müll schmeißen dann und müsst nicht den ganzen Kopf wieder putzen. Das ist eine nette Idee für den See zumindest, oder wie ich es halt vorhin schon gesagt habe, die ursprüngliche Idee war halt für Geschäftsleute, die mal schnell was rauchen wollen. Aber ob das jetzt unbedingt sehr viel schneller ist, als jetzt sich schnell einen Kopf zu bauen, bezweifle ich jetzt auch. Also zumindest bei denen habe ich jetzt ziemlich rumgefummelt, bei den anderen sollte es ja besser sein. Da habt ihr das dann wirklich in 30 Sekunden ab und drin im Kopf, aber ihr müsst ja trotzdem Kohle anmachen. Also, wobei, da muss ich halt wieder dazu sagen, es war gedacht mit Selbstzündern. Also, da ist die Kohle natürlich auch in einer Minute an oder so. Und dann geht es natürlich, aber da habt ihr dann wieder einen Selbstzündergeschmack dabei und dann ist das ja auch wieder nichts. Also, ich würde Naturkohle da nehmen und dann habt ihr eigentlich. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich mache die Kohle an, baue den Kopf dabei, schaue irgendwas auf Netflix und dann
in 5 Minuten ist die Kohle an und dann tue ich sie drauf, fertig. Also für mich nette Idee, kann man mal machen. Für den See vielleicht ganz praktisch im Sommer, aber so jetzt, ja. Ich komme jetzt mal noch kurz zu den Preisen, die habe ich mir kurz mal aufgeschrieben. Da habe ich jetzt auch die ganzen Dinger drauf gepappt, sieht sehr schön aus. Ich leg den mal kurz dahin. Also ihr habt dieses Starter-Kit, gibt es auf der Webseite, das sage ich jetzt mal kurz. Kostet $9,99, also Dollar, die kommen ja aus USA, die wollen jetzt auch auf den deutschen Markt expandieren. Ob es ihnen so gelingt, kann ich jetzt nicht sagen, weil wir doch hier ziemlich verbreitet Kaminkopf haben oder Overpacking oder... Also hier rauchen ja immer mehr Leute Shisha und wenn du jetzt hier mit so Kapseln ankommst, ist wie gesagt nette Idee, aber ich weiß nicht, ob es sich durchsetzt, also bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt erstmal zu den Kits, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift. Also es gibt das Starter-Kit für $9,99. Da habt ihr den Kopf, den Windschutz und eine Kapsel, und zwar eine Apfelkapsel. Warum jetzt nicht eine beliebige, also mit Auswahlmöglichkeit? Das wäre halt auch noch eine Sache, dass man sich was aussuchen konnte. Nein, ihr kriegt einfach eine Apfelkapsel. Ja, dann das Display-Kit, das ist dieses Ding hier. Da sind 8 Kapseln drin. Also 2 weniger, eine habe ich jetzt auseinandergebaut und eine ist drin. Kostet $25,99 für 8 Stück. Ja, dann gibt es das Premium-Kit. Das ist eine Pfeife, ähnelt ein bisschen einer Amy-Pfeife, Amy 440, glaube ich, so schaut die aus. Mit Hookaps-Logo unten dran, könnt ihr euch mal anschauen auf der Webseite. Schaut aus wie eine Amy-Pfeife, ist wahrscheinlich auch eine. Also die Pfeife, den Kopf mit Windschutz, eine Zange noch dazu von Hookaps. Selbstzünderkohle, eine Rolle, wahrscheinlich mit 10 Stück und einen Koffer dazu zum Transportieren, $109. Ja, und dann gibt es noch das Ultimate Kit, da ist alles drin, was im Premium Kit drin ist, also Pfeife, Kopf, Zange, Selbstzünderkohle, Koffer und das Display Kit, dieses hier, und nochmal 8x4 Kapseln, also dieses Ding hier, da sind 4 Kapseln drin, das hier 8x. Für $199,99. Ja, und zu diesem Ding hier noch, das sind ja 4 Stück, kostet $10,99. Also nur ein so ein Teil. Ja, die Preise, mein Gott, das ist halt alles fertig zusammengebaut. Die Preise finde ich jetzt persönlich ein bisschen hoch. Also für so ein Stück Aluminium und eine Kapsel $9,99. Also ich finde es ein bisschen hochgegriffen. Also man kann es ja ganz gut eigentlich mit dem Dampfen vergleichen, da gibt es ja auch. Wer sich da jetzt ein bisschen auskennt, die Fertigköpfe, die kann man ja auch fertig kaufen oder man kann sie selber wickeln, das ist ja, ich kann das ganz gut vergleichen eigentlich, entweder du baust den Kopf selber, dann zahlst du 13 bis, weiß ich nicht, 20 Euro für die Dose und hast dann, weiß ich nicht, wie viele Köpfe, baust dir selber oder du kaufst das einzeln, das Ding, oder halt hier 4 Kapseln, $10,99, also was haben wir dann? Da, ich habe es mal nachgerechnet, also für eine Kapsel wären es $2,74, also $2,74. Für einen Kopf, ja, also muss man selber wissen. Ich finde es ganz nett, aber ich würde es mir jetzt nicht zulegen. Ich könnte das noch jetzt verbrauchen am See nächstes Jahr oder so. Da ist es halt eine ganz nette Idee, aber für zu Hause finde ich es Quatsch. Also, wie gesagt, man muss halt auch... Man muss den Kopf kaufen, weil ich glaube, die Kapseln, kommt darauf an, was man für einen Kopf jetzt hat, aber ich glaube nicht, dass sie in einen normalen Tonkopf reinpassen. Ich habe es vorhin mit meinem probiert, da haben sie nicht reingepasst. Also die sind da einfach zu breit dafür. Also nochmal zusammengefasst, ich weiß jetzt nicht, ob sich das hier durchsetzen wird. In Amerika weiß ich auch nicht, ob sich das schon durchgesetzt hat. Vielleicht sind die Amis ein bisschen fauler und bauen nicht selber gern und kaufen dann lieber solche Kapseln, das kann ich mir auch vorstellen, aber... Ich weiß nicht, ob es sich hier durchsetzt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen, ein bisschen vorstellen. Und wenn noch Fragen sind, gerne in die Kommentare, dann beantworte ich die auch gerne. Ja, und entscheiden müsst ihr selber, ob ihr sowas kaufen wollt. Also, ich habe euch die Preise ja genannt und die Webseite ist unten in der Beschreibung verlinkt, habe ich glaube ich auch schon gesagt. Und dann könnt ihr euch das Ganze ja gerne mal anschauen, ein bisschen rumgucken auf der Webseite. Ist halt auf Englisch, müsst ihr natürlich können. Ich habe es euch jetzt auf jeden Fall mal vorgestellt, was ich davon halte. Und dann wie im letzten Video nochmal eine Erinnerung an das Gewinnspiel, das läuft noch bis Donnerstag. Also am Donnerstag mache ich die Auslosung am Abend, ich denke mal so gegen, weiß ich nicht, 19 Uhr, schätze ich jetzt mal, werde ich es dann hochladen und dann sehen wir, wer der Gewinner ist.
Unbedingt dann noch mitmachen, wenn ihr noch mitmachen wollt. Es gibt Kohle und Tabak. Ja, dann wie immer, macht euch keinen Kopf, außer ihr qualmt, und bis zum nächsten Mal. Servus.